Hallo, heute gibt's einen wirklich ausführlichen Einblick in den Tortenkurs von Thomas Merker. Geplant war ein Interview mit ihm und am zweiten Kurstag hat er mir gesagt, Marcel, zeig doch wirklich Einblicke in den Kurs, es ist mir egal, du kannst hier alles veröffentlichen. Das mache ich natürlich sehr gerne für euch und ich wünsche euch viel Spaß. Okay, das ganze Video ist anhand einer Dia-Show, denn ich wusste erst am zweiten Tag, dass ich das veröffentlichen darf und da habe ich leider noch nichts gefilmt. Okay, die Böden, hier klassischer Rührteig gefüllt mit Ganache, zwei aufeinander getürmt und dann anhand einer Schablone schön zurechtgeschnitten oder geschnitzt. Das sieht so aus, der Rohling, wirklich aus diesem Klumpen, den rausgearbeitet. Er hat uns auch eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, dass man das zu Hause nachmachen kann. Der Mini kommt auf so eine Platte mit Gewindestangen. Man sieht unten zwei Hölzer links und rechts. Das ist dafür da, dass die Muttern, die unten angemacht sind, nicht direkt auf der Tischplatte kleben, dass sie etwas erhöht sind. So sieht die Grundplatte aus, bekommt man alles im Baumarkt. Ist eigentlich auch eine verbreitete Technik für 3D-Toren. Der Boden haben wir uns mit so marmorierten Fonda-grau-schwarzen belegt, Vierecke geschnitten und das sieht dann aus wie Asphalt. Direkt auf die Holzplatte mit Zuckerkleber geklebt und das gibt dann so einen Straßencharakter. Hier eine andere Form, wie man auch mit Gewindestangen arbeiten kann, hat er uns noch so ein Modell gezeigt, finde ich auch sehr cool. Das ist Thomas Merker, er ist vorne, zeigt uns alles Schritt für Schritt vor und wir machen nach. Der Kurs hat übrigens in der Fachschule Richemont in der Schweiz, also in Luzern, stattgefunden. Hier sieht man, diese MDF-Platte ist schon oben drauf. Und als nächster Schritt sind die Autos hier am Vortag in der Kühlung gewesen. Am nächsten Tag haben wir die uns auf die Grundplatte gelegt. Das ist das Team, alle beim Arbeiten. Tut mir leid, dass die Fotos ein wenig verschoben sind, aber ich glaube, man kann dem folgen. So, und das Auto ist noch zusätzlich auf eine Kaba-Platte, dass man sich das gut hin und her bewegen kann. Das haben wir jetzt auf die Platte gehebt. Man sieht, der Boden ist schon drunter. Jetzt zeigt hier Thomas vor, wie man die Höhe einstellen kann. Der hat sich so eine kleine Schablone gemacht, damit er die Höhe hat. Da haben wir immer so im Viertelstundentakt gearbeitet und dann wieder nach vorne gegangen. Er hat uns den nächsten Schritt gezeigt. Dann haben wir noch nebenbei eine Figur modelliert, die dann neben dem Auto steht. Das haben wir auch am Vortag etwas vorbereitet, dass es schön antrocknen kann. Anderthalb Tage war der Kurs und sehr lehrreich für mich. Wirklich muss ich sagen, ich war bei Thomas schon Anfang Jahres mal im Hochzeitstortenkurs und da habe ich auch sehr viel gelernt. Okay, der Rohling wurde zuerst mit Grau oben, sieht man, eingeschlagen, dann darüber mit Rot und warum zuerst mit Grau und dann mit Rot, dass man sich die Fenster schön rausschneiden kann. Mit Fonda einschlagen, schön andrücken, dann abschneiden das Ganze, wie ich es so in meinen Videos auch mache. Hier habe ich mir noch ein wenig mit Feuchtigkeit angestrichen, mit einem Pinsel, mit Wasser, damit er schön glänzt. Hier zeigt Thomas wieder seinen Käfer. Nächster Schritt, wie er die Fenster rausgeschnitten hat. Hier ein kleiner Live-Mitschnitt. Drum ist auch der graue Fonda ja hier unten drauf gelegt worden zuerst und dann direkt drüber geschlagen. So kann man sich jetzt das Fenster rausschneiden. Er zeichnet das mit einem Modelliertool zuerst an, damit er nicht direkt reinschneiden muss. Wenn man schneidet, dann muss man das auch so rausnehmen, sonst gibt es unschöne Stellen. So sah es dann bei mir aus. Ich habe hier die sportlichere Variante, darum habe ich nur ein Fenster durchgezogen und das unterteilt dann hinten. Jeder Käfer war cool, hat wirklich wieder ein bisschen anders ausgesehen. Meiner fast eher wie ein Porsche, wenn man den sich hier so ansieht. Dann
Schritt für Schritt wurde der eingedeckt, noch mit Schwarz, die Scheibenwischer wurden hingemacht, die Rückspiegel, das Trittbrett, die Stoßstange, die Räder wurden unten reingeklemmt. Sieht wirklich cool aus, wenn er natürlich so erhöht ist. Und da kommen jetzt Schritt für Schritt langsam die Details, die Blinklichter, die vorne die Lichter und die Verstrebung in der Mitte. Links und rechts der Rasenbereich. Hier zeigt Thomas eine Figur. Er hat so einen blauen Mechaniker gemacht. Ich habe eine etwas andere Figur hergestellt. Das ist wirklich cool. Da kann jeder frei entscheiden, was er gerne machen möchte. Und er macht es dann einfach nach. Die Technik bleibt ja immer die gleiche. So sieht er dann aus, die Hosen noch, hab ich ihn noch eingekleidet, einen Sakko angezogen. Hier sind die Gewichte, wie schwer die Figur geworden ist, das ist Modelliermarzipan mit CMC. Hier zeigt Thomas wieder seine vor, wir machen dann nach. Und so ist der Kurs eigentlich aufgebaut. Ich fand's wirklich cool, kann's nur noch mal sagen. Ich kann auch jedem empfehlen, bei Thomas mal so einen Kurs zu machen. Ihr findet ihn unter der tortenküche.de und er kommt aus der Nähe von Köln. Ja, was jetzt noch zu sagen ist zu meiner Figur, die sieht hier jetzt eher aus, als hätte sie einen Schlaganfall. Aber ich hatte zum Schluss zu wenig Zeit, da noch ein schönes Gesicht zu modellieren. Aber wichtig bei mir, die Kurse, denn ich komme aus der Praxis und habe selber eine Konditorei, ist wirklich das Ziel, die Technik zu lernen und dann die Umsetzung im Betrieb natürlich den Gegebenheiten anzupassen. Aber das passt, das ist wirklich cool bei diesem Kurs. Thomas kommt aus der Praxis und das ist etwas, das ich umsetzen kann und nicht für einen Wettbewerb geeignet ist. Das ist weit, weit weg vom Wettbewerb, aber wirklich für die praktische Umsetzung geeignet. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen Einblick geben in den Kurs. Wenn du mehr zu solchen Fondant-Torten wissen willst, dann lade dir jetzt meine kostenlose Lektion des Fondant-Torten-Masterkurses runter. Das ist ein Online-Kurs, den ich erstellt habe. Und dort bekommst du ein Umrechnungstool, mit dem du Rezepte spielend gleich hoch und runter rechnen kannst. Sprich, du hast eine 20er-Torte, willst aber eine 24er machen. Und das Tool sagt dir, wie viel man das Rezept multiplizieren muss. Okay, das kannst du dir hier herunterladen, wenn du auf den Button klickst. Oder unten in der Beschreibung ist ein Link. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, der kurze Einblick in den Kurs. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich für deine Unterstützung. Dein Marcel.